Hallo und herzlich willkommen zum Prison Talk zusammen mit Lukas und Moritz, eure Gastgeber, okay. Ich bin ist müde, Lukas? Digga. No, Dog, ich sag dir so, wie es ist. Eigentlich habe ich mich gerade fit gefühlt, hier das aufzunehmen. Aber bei mir kickt die Müdigkeit rein. Ich habe diese Nacht 2 Stunden gepennt. Ich tatsächlich sogar mehr. Ich habe, würde ich sagen, 3,5 Stunden gepennt. Poggers. Oh mein Gott, es war so gut. Weil wir hatten actually gestern ein kleines Event einfach. Event, so willst du es nennen. Ja, okay, wir haben so bei einem Kumpel im Garten so ein kleines Lagerfeuerchen gemacht. Und Marshmallows und Stockbrot habe ich gemacht. So, einfach. Hast du gemacht? Achso. Hä? Ja, ich habe das Stockbrot gemacht. Ja, keine Ahnung. Den Stockbrotteig. Also, ja, okay, zählt. Ja, und der es war einfach nur geil. Es war einfach nur geil. Einfach nur episch. Ja, ich muss sagen, ich habe sowas ja schon, also weiß ich nicht, wann war ich das letzte Mal so richtig an so einem Lagerfeuer gesessen? Das ist auch schon ewig. Ja, das war bei mir an so einer Feuertonne bei der Abschlussprüfung, bei der Abschlussfeier. Ja, okay, warte. Also da hatten die. Bei dir waren wir mal ein bisschen, aber so richtig. Ja, aber das weiß ich, das war halt. Ja, bei dir zählt nicht. Das war wirklich, haben wir ja auch nicht keine Marshmallows gemacht. Nein, aber ich weiß nicht, es war ultra geil. Einfach wirklich, ich habe mich gefühlt wie nach so einem langen Tag. Bist du irgendwie durch den Wald gefahren und dann steckst du halt dein Lager auf, Junge, schön. Hier, ja. Lagerfeuer auch angemacht, Junge, Marshmallows, Stockbrot. Es war einfach nur richtig geil. Extrem lustig. Ey. Ja, und, aber ich weiß auch nicht. Wir haben ja davor, bevor du gekommen bist, auch noch gegrillt. Und ja. Ich sag dir, es war schon sehr wild. Wir haben einfach nur Fleisch gehabt. Mehr nicht. Wir hatten noch Kräuterbaguette und Knoblauchbaguette, weil wir Kräuterbaguette gab es beim Einkaufsladen nicht mehr. War alle. Aber ansonsten hatten wir basically nur Fleisch, was, also weiß ich nicht. Ich habe es irgendwie gefühlt. Es war zwar irgendwie wack, aber irgendwie war es auch nice. Ja, richtig wichtig. Einfach nur Fleisch reinmassieren hier. Ich sag dir, so wie es ist, irgendwie ist es nice, mit so deinen Leuten zu grillen. Ja. Das ist ultra entspannt. Du kochst quasi, bloß das ist halt nicht so anstrengend, weil du klatschst im Endeffekt das Fleisch nur auf den Grill. Du kannst dich wenigstens entspannt unterhalten, dann hast du auch ein geiles Essen. Und du musst halt jetzt geistkrank viel vorbereiten. Du kaufst halt, wie bei in unserem Fall, einfach nur das Kräuterbaguette und das Fleisch und das war's dann. Nun ist halt echt so. Also ich meine, Grillen, Digga, immer eigentlich entspannt. Ich meine, gut, jetzt in dem Fall und davor, als wir mal in unserem Jugendkeller da gegrillt haben, Digga, hätten wir vielleicht nur ein Salätchen am Start haben sollen oder so. Ja. Oder Soßen. Aber ja, an sich ist halt immer geil. So, Digga, da kannst du nichts gegen sagen. Ja. Vor allem, ich hab's auch echt enjoyed. Es war eigentlich relativ spontan, würde ich sagen, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen zu dir. Und dann saßen wir da zu 8 oder so. Das war extrem geil. Und dann auf spontan da auch nochmal gesagt, ja, ihr könnt by the way hier pennen. Und dann haben wir alle da gepennt. Also, jo. Vor allem, da war einfach auch, das war so außerhalb. Das war so mäßig auf so einem Berg. Und wir haben so oben dieses Lagerfeuer gemacht. Und da so mitten im Berg quasi war so eine Hütte. Da war so Getränke und Stuff und so. Und da haben ich und Waffel gepennt. Es war einfach nur geil. Junge, ich bin so, kurz bevor ich eingepennt bin, wurde es draußen schon wieder hell. Und dann, weiß nicht, das ist halt so gewesen, man war an diesem Berg und die eine Seite, wo es bergab ging, hatte eine komplette Glasfront. Und Digga, ich lag da auf dieser Couch und habe die ganze Zeit rausgeguckt. Und Digga, es war einfach nur, ich habe so enjoyed. Es war insane geil. Und dann, habe ich ja kaum gepennt. Wurde es, ja, noch mehr hell, dann als ich aufgewacht bin, Ja, stimmt, ihr konntet ja auch gar keine Vorhänge oder sowas machen. Wenn es bei euch so Sonne war, war Sonne. Ja, nee, also da waren Vorhänge, aber wir waren so müde, Digga, so. Wir hatten keinen Bock. Und, ja, weiß nicht, dann für die 2 Stunden Schlaf. Ja, hat sich dann, Digga, so hell war es ja dann auch nicht. Und dann, weiß nicht, war es so 8 Uhr oder so, da war schon richtig hell eigentlich. Und Digga, es war einfach nur geil, Junge. Ich habe die ganze Zeit geguckt, wie die Sonne aufgeht. Das war so episch. Ja.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das ist das erste Mal, dass ich auswärts gepennt habe von meinem Bett quasi zu Hause seit irgendwie 2 Jahren, basically. Also jetzt Ja, mal, okay, ich same. meine, okay, ich meine, ich war für irgendwie 2 Tage mal im Hotel letzten Sommer, aber weiß ich nicht, das war jetzt halt nicht so richtig, aber so richtig außerhalb gepennt und bei jemand anderen gepennt, Digga, das ist 2 Jahre her. Ja, Corona, eineinhalb Jahre in der Zeit konnte man ja wenig machen. Und dann davor halt ein halbes Jahr auch nicht. ja. Also, Digga, es hat sich insane weird angefühlt, sag ich dir, so ist es. Es war einfach nur geil. Ich habe so enjoyed. Weiß ich nicht, ich hatte so ungefähr so 2 Zentimeter Platz. Ja, du hast gemeint, du musstest auf dem Boden schlafen. Ich hatte wenigstens eine. Das Ding ist, ich hatte eine Couch, okay? Und eine Couch, geil. Aber, Digga, da war so eine halbhohe Matte noch auf der Couch gelegen. Und deshalb war ich mit so meiner oberen, mit meiner Schulter, lag ich so auf dieser Matte, die auf der Couch lag. Und mit dem Rest meines Körpers lag ich so auf der normalen Couch. Und, Digga, dieser Höhenunterschied war einfach so scuffed. Und deshalb habe ich mich dann einfach hingesetzt und im Sitzen gepennt. Ey, Das war dann meine ja, Meter. du hast im Sitz gepennt. Ja, es Oh ging nicht. nee, Digga, das Es hast du ging auf nicht. solche Nackenschmerzen auch. Okay, hättest du es Ja, oder weiß so nicht. gehabt, aber. Also ich habe so halt, ich war so in dieser Ecke gelegen und habe mich dann so seitwärts halt da. Ja. Das ging schon Das fit. Ding ist, ich weiß nicht, das Kissen, was ich auch hatte, das war so ein richtiges Ranzkissen. Ich meine, im Endeffekt war es Hattest du eine okay so. Decke? Ja, aber die habe ich actually nicht geused. Oh mein Gott, Digga, bei mir arschkalt gewesen. Ich Ich hab weiß so nicht, was doll. du hast. Bei Digga, uns war auch, glaube legit. ich, das Fenster angelehnt, aber Ja, bei uns war ich habe die Sperrangel Decke weit legit offen, nicht ne? geused. Ja, aber legit, da dürfte ja trotzdem genügend Luft reinkommen, weißt du, was ich meine? Digga, es war arschkalt. Ich hab so gefroren. Vor allem meine Füße waren auch, weil ich von Simon seiner Mom. Also der Kerl, wo wir waren, heißt Simon. Und ich habe von seiner Mom diese Gartenschuhe, habe ich ihr abgestiehlt, weil ich also neue Schuhe gekoppt. Und ja, die wollte ich nicht dreckig machen, da habe ich die reingestellt ins Haus. Hat dann so Gartenschuhe von seiner Mom angezogen. Und dann, weiß nicht, kam so der Morgentau und da sind wir halt gerade ins Bett gegangen, so 4 Uhr, 5 Uhr oder so. Und ich weiß nicht, es war alles komplett wet und dann auch meine Socken Ja. und Digga, dann war arschkalt so die Nacht. Aber ja. Ey, ich hatte ja auch meine 3 Rucksäcke draußen im Gras liegen. Ich schwöre, der Rucksack, ich hätte ihn auch einfach ins Wasser tauchen können, in See schmeißen können, so nass war der. Legit, der hat einfach getrieft. Junge, vor allem mittendrin frage ich so einen Kumpel, der so eine Box dabei hatte. Und weil der hat so Musik angemacht und ich habe halt mein Handy da zum Laden gelegt, weil wir hatten so, ja, so eine Kabeltrommel haben wir da so hochgelegt und da habe ich so mein Handy angeschlossen. Hat es extra auf die Boxen gelegt. Digga, dann sagt er einfach, ja, by the way, dein Handy liegt komplett im nassen Gras. Perfekt, danke dir. Perfekt. Wirklich chillig. Ich habe es extra da hochgelegt. Irgend so ein Idiot hat es aber runtergeworfen. Ja. Apropos Handy, da kann ich eigentlich was callen. Und ich habe ein neues Handy bald. Oha, PogChamp, was hast du denn für ein Handy? Muss ich ein bisschen überrascht tun, als würde ich es nicht wissen. Kannst du nochmal eh so. Wow, was für ein Handy hast Oha, du? was hast du denn für ein Handy? Also, ich habe mir das neue, beziehungsweise schon ein Jahr alte iPhone 12 geholt. iPhone 12 Pro. Yeah. Ey, weil ich hab mal so ein bisschen getestet. Einer aus meiner Berufsschulklasse hat so dieses 12er. Und da habe ich so getestet, so, ja, 12er ist cool. Aber eigentlich hätte ich schon Bock auf das 12 Pro Max. Dann habe ich so bei Waffel. Waffel Weird war ich schon Flex. im Call, ne? Ja, war Ja. Waffel. Ja, Waffel, der war hier schon mal am Start, so. Der Zweimal. kickt wieder die Irrelevanz. Ja, wirklich. Oh. Wirklich. Kurzer Zwischencall. Ich weiß nicht warum, aber man vergisst irgendwie Waffel. Es ist nicht so irgendwie. Weiß ich nicht. Der sagt dann immer so: Ja, da war ich auch dabei, wenn wir so über irgendwelche alten Stories erzählen. Und jedes Mal vergisst man, dass er da dabei war. Ich weiß nicht wieso. Also, Digga, der war safe eigentlich. nie dabei und sneakt sich einfach nur ran. Das ist immer noch Das meine ist die Meta, Theorie. ja.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie ganz kraft mit ihm. Ja, Ja. okay, jetzt erzähl weiter mit Handy. Naja, auf jeden Fall habe ich so bei ihm in der Berufsschul-Dings habe ich so ein bisschen getestet, halt so, Digga, der hat das Monte-Spiel gekauft, habe ich so an seinem Handy halt ein bisschen gespielt. So, ich meine, wir hatten Das in der, Montespiel. ja, wir hatten eh die letzten 2 Wochen Berufsschule jetzt. So, die erste Woche, okay, da hattest du basically echt noch Unterricht und es ging noch um Noten und stuff, aber dann Freitag war Notenschluss und diese Woche war dann halt gar nichts mehr. Wir haben Freitag Zeugnisse bekommen und dann Heidi Yalla, ciao, ciao. Und ja, haben wir halt die letzte Woche, Digga, haben wir Cookie-Clicker gespielt. So, es hat eh niemanden gejuckt. Die ganzen Lehrer haben nicht mehr richtig Unterricht gemacht. Ging halt nichts mehr. Und man hat nur noch, weiß nicht, über irgendwas gelabert und dann halt nebenbei was anderes gemacht. Und ja, dann habe ich es halt da ein bisschen getestet, so von der Größe, was kann das Handy und stuff. Und dann habe ich halt nochmal bei Waffel, weil der das Pro Max getestet. Und Digga, no joke, wie will ich denn das Pro Max mit einer Hand bedienen? Legit, es ist im fucking Ja, possible. aber weiß ich nicht, du könntest jetzt auch so ein Rentner sein, dass du sagst, oh, die sind so riesig, was soll denn das? Also Nein, Bro, legit, also legit, ich meine, du hast ich schon müsste den recht. Rentner-Move machen, das mit der einen Hand festhalten, mit der anderen, mit meinem Mittelfinger, jede scheiß App auswählen. Das wäre der Rentner-Move, den ich machen müsste. Weil Also ich dieses meine, Handy, guck mal, du hast schon Digga, recht, aber wenn das du kannst du jetzt, halt irgendwie nicht so nimm mal jetzt sagen, dein Handy also. in die Hand. Ja. Ganz normal. Du hast auf der linken Seite hast du ja normalerweise so entweder 3 Finger oder 2 Finger. Ne? So hältst du es in der Hand. Ja, wenn du es ganz normal in der Hand Ach hältst, hast so, du ja ja, so da, so viel, so, ja. den Daumen zum Bedienen frei. Und wenn du jetzt mal so von oben rechts nach unten links, kannst du das normal so bedienen, ohne dass du Also, irgendwas ich sag mal verrücken so, musst. ich habe eigentlich immer meinen kleinen Finger so unter meinem Display, dass es halt nicht nach unten wegrutscht. Genau, genau, Und genau. dann, ja, aber dann komme ich noch nicht mal, also dann komme ich bis zum Dreiviertel maximal. Ja, okay, bei meinem Handy, es ist einfach legit, es hat die perfekte Größe. Ich kann easy von unten links nach oben rechts. Hä, aber das kann nicht sein, Digga. Dein Handy ist nicht viel kleiner als meins. Also legit, dann hast du einfach nur riesige Hände. Weil legit, ich kann bei meinem Handy halt auch nicht alles bedienen mit einer Hand, aber trotzdem komme ich ja einigermaßen klar. Okay, Waffels wäre mir auch zu groß. Viel, Aber Digga. trotzdem, ich glaube, ich werde das jetzt nicht so ein Problem. Du gewöhnst dich irgendwie dran. Dann stellst du ja auch dein Home-Bildschirm irgendwie so in die Richtung ein. Und wenn ich jetzt so Ja. überlege, Instagram kann ich trotzdem ja durchswipen. Und dann Ja, die auf jeden Fall. Stories schaue ich eh immer mit dem anderen Finger an. Deswegen so, Ja. keine Ahnung. Auf jeden Also, Fall hab ich nee. gesagt, Digga, das Handy overall zu groß, brauche ich nicht. Und dafür dann, weiß nicht, 300 € mehr zu zahlen, ist es mir nicht wert. Digga, dann scheiß ich drauf, weißt du? Und deshalb habe ich Ja. mich fürs 12er entschieden, gekoppt, Hülle natürlich gekauft direkt. Und so ein Muss. Schutzding. Wichtig und richtig. Ich will ja nicht, dass mein Handy endet wie bei Simon. Da die ein oder anderen Handys schon geendet sind, ne? Ja, da kennt man es ja. Mhm. Ja, ist, also, ja, ist schon die bessere Wahl. Vor allem finde ich dieses Jahr das iPhone 12 Pro ist wirklich, weiß ich nicht, ist fragwürdig. Also ich verstehe auch nicht, warum das eigentlich so gefeiert wird oder so. Weil legit, es hat basically genau dieselben Features wie das iPhone 12. Es ist basically ein iPhone 12 in teurer. Ja, Also also deswegen, ich es ist reiz halt dich wirklich wirklich. zwischen iPhone 12 Pro und Pro Max ist kein riesiger Unterschied, wo du dir denkst, holy shit, es lohnt sich extrem abzugraden. Es lohnt sich Ja, extrem, also deswegen ja. zumindest für mich oder für uns jetzt nicht. Ja, eigentlich für jeden. Also legit. Du Ne, hast halt ich meine, bei eigentlich dem einen basically. kannst du ja irgendwie so besondere Fotos machen, Ja, du aber hast diesen ja, gut. LiDAR-Scanner, aber Digga, den used eh niemand. Das ist für so 3D-Kacke und so. Und halt ein bisschen bessere Fotos. Aber das ist da, der Unterschied ist dann so minimal, so dann juckt es halt auch nicht. Also Ja. deswegen, keine Ahnung, dieses Jahr verstehe ich wirklich nicht, warum Aber man sich das iPhone 12 Pro holen weißt du, sollte. was ich echt heftig finde? Dass diese Was? ganzen relativ kleineren Marken, wie jetzt, Ja. also was heißt kleineren Marken? Die günstigeren Marken wie Xiaomi, Huawei und so, diese ganzen Marken da, Digga, die produzieren so geilen Scheiß für so wenig Geld und können es dann so billig verkaufen. Legit, das ist echt, echt Naja, weiß krass. ich nicht. Doch, Also legit. legit, jetzt Wenn du so, jetzt jetzt mal. guck mal.
Jetzt guck mal, so ein Xiaomi-Ding, wenn du dieses High-End-Ding kaufst, okay, es kostet vielleicht noch ein bisschen weniger als das Apple-Ding, aber basically kostet es auch noch immer extrem viel. Also, es ist, oder, okay, Xiaomi ist vielleicht das falsche Beispiel, aber jetzt so Samsung oder so. Digga, legit, das ist einfach basically genau derselbe Preis wie bei Apple. Ja, Samsung kannst du nicht mit Apple vergleichen. Die sind ja relativ auf einer Ebene. Also, die kannst du extrem miteinander vergleichen, meine ich. So, das ist halt, die sind beides fucking, die produzieren nur Flaggschiffe. Und es ist, Digga, das ist einfach nur geisteskrank. Die sind beide extrem teuer. Und, Digga, dann kommt da einfach so ein, weiß nicht, 3, 4, 500 Euro Xiaomi auf den Markt, was einfach irgendwie Samsung und Apple gefühlt in jedem Punkt außer der Langlebigkeit des Handys schlägt. Aber die sind halt so günstig, dass du sagen kannst, gefühlt nach einer Woche, du kannst dir ein neues kaufen. Und Ja, das ist halt einfach wild. Naja. Also ich ja. habe mich auf jeden Fall jetzt für ein iPhone entschieden. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Ja, wenn nicht, ich habe ja Ja, wahrscheinlich kommst du damit nicht zurecht. Das ist für mein Rentner Apple. ausgelegt. Mein Apple-Ansprechpartner direkt am Start hier. Ja, Wichtig und ja. richtig. Ey, Ich sag dir, willst du das wird dann dein. so wie Waffel sein, der mir dann schreibt, ja Bro, wie macht man denn das bei iPhone? Ja, Junge, es wird halt no joke so ablaufen. Ja, safe. Ey, willst du über willst du dein Big Announcement droppen, was du letzte Woche jetzt oder im Laufe dieser Woche geschafft hast? Ja, will ich droppen. Ich bin umgezogen. Digga, wie low, hä? Das war jetzt, also, no, das hättest du besser ausbauen müssen. Okay, What the ich fuck? habe mich ja schon länger dazu entschieden, mein altes Zimmer aufzugeben und einfach ein neues Zimmer zu ziehen. Und jetzt habe ich endlich den Schritt gewagt und bin ins neue Zimmer gezogen. Bo, 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 bo. Das Geile ist, ich habe in meinem neuen Zimmer einfach kein Bett. Junge, ihr müsst euch vorstellen, er pennt aber nur auf einer Matratze. Chillig. Ja, ich kenne jetzt vor allem die Matratze ist halt so, das Zimmer ist halt riesig, basically. No Und joke, ich muss mal ist einfach. vorbeikommen, ich will mir das alles anschauen. Und die Matratze ist halt winzig. Und deswegen sieht so dumm aus. Da ist einfach so mitten im Raum so eine winzige Matratze und da penne ich die ganze Zeit. Ja, Ey, ansonsten. Ja. hast du aber mal irgendwie schon geguckt nach so geilen Sachen wie so smarte Lampen und so, wo du sagst so, hey ho, Lukas, mach mal hier jetzt an und so. das Ding ist, könnte ich es mir leisten? Nö, Ach Digga. so, Digga. No, so, frag doch einfach deinen Vater. Dein Vater hat safe noch irgendwo in so einem Schrank so Jo, tausend so ach Glühbirnen so, rumliegen. wahrscheinlich. Also, es könnte Baby sein, aber nein, wie gesagt, ich habe ja meine eine, dieses eine Philips Hue-Ding, was aber schon ewig alt ist, also das kannst du auch nicht mehr mit dem Handy bedienen oder so. Aber das Ding ist, weißt du, was ich festgestellt habe? Okay, jetzt für meine Main-Lampe, Smart Home. Okay, wäre fein. Oder vielleicht noch für so, ich habe so eine Standard-IKEA-Kugel, wo dann so halt so eine Glühbirne in der Mitte ist. Dafür wäre geil. Aber für den Rest, legit, ich bräuchte keine smarten Glühbirnen oder sowas. Oder so Hintergrundbeleuchtung. Weil ich finde zwar LEDs geil, aber legit am Ende des Tages sitze ich eh nur an meinem Schreibtisch, habe mein komplettes restliches Zimmer dunkel, weil ich mir so denke, ist eh komplett unnötig. Ja, ey, das Ding Ich wollte. ist, eine Sache muss ich kurz erzählen, so, ich war irgendwie beim Nachmittagsunterricht, irgendwie in so der 9. Klasse war das, da musste ich dann immer auf die andere Seite vom Fluss laufen, weil da ist der nächste Bus erst gefahren, okay, und, Digga, dann war da halt auch übel der Spaß, so, ich mag den Kerl gar nicht, der weiß es auch, hoffentlich, so, ist mir richtig unsympathisch, der Kerl gewesen. Aber ich meine, Digga, was willst du großartig machen, wenn dieser Kerl dich vollschmatt Kenne und ich den Kerl? den kennst du ja. Ah. Ich kann dir gleich auch den Namen schreiben. Ja, schon, schreib mir mal den Namen. Aber auf jeden Fall sind wir dann auf die andere Seite gelaufen, um halt am Bus zu warten. Beziehungsweise er ist mir einfach hinterhergelaufen, Digga. Ich wollte nicht mal mit dem laufen, so. Und dann, weißt du, ich denke mir so, oh, Digga, gefühlt 40 Grad hier. Ne? Und dann er so, ja, by the way, ich habe so eine Handy-App. Und damit kann er zu Hause seine Klimaanlage steuern und hat dann, während wir rübergelaufen sind, bei 40 Grad gefühlt, hat er dann einfach auf seinem Handy so eingegeben, ja, Zimmer, 19 Grad. Dann ist er heimgefahren, hat sich in sein 19 Grad kaltes Zimmer gechillt.
Egal, also weißt du wie, ich hätte ihm so gerne einfach nur ins Gesicht geboxt dafür. Wirklich, es hat mich so sauer gemacht. Ja, fühle. Leute, die dann mit so Klimaanlage oder so angeben. Frech, Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Oh mein Gott. Ja. Der Guy, den habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Das war auch das letzte Mal, mit dass ich mich mit dem unterhalten habe. Ja. Als er geflext hat mit seiner Drecksklimaanlage, der Wichser. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich hätte so gerne eine Klimaanlage, aber zumindest eine Verbesserung ist ja zumindest schon mal, dass ich nicht mehr so unterm Dach wohne, sondern jetzt eher weiter unten. Ah, natürlich. Deswegen dürfte das gehen. Aber jetzt zum Beispiel gerade, ich habe jetzt den ganzen Früh basically meinen PC laufen lassen und ich merke schon wieder, dass es mich ein bisschen aufheizt. Und was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht das Fenster aufmachen, dann wird es noch heißer. Und ich schwitze einfach. So, ja. Das ist ultra dumm. Ja. Ey, ich hab mir ein Video Lass mich nochmal. Warte kurz. Ja, okay. Ich habe mir ein Video von I Know Review reingezogen. Und der hat irgendwie so. Ja, mein Lieblings-Channel. Ja, ja. Mittlerweile, ich finde ihn extrem geil. Und der hat so irgendwie so einen Ventilator in einem Video vorgestellt. Das kam auch actually vor einem Tag raus, glaube ich. Dyson. Und der Safe. Kam. Nein, das ist irgendwie so Green, irgendwas heißt der. Ach so, oh, ja. Junge, der kann einfach 20 Stunden einfach nur mit Akku betrieben werden. 20 Stunden? Ja. Ein fucking Ventilator. Ich habe so Bock, den zu kaufen. Ja, aber da frage ich mich schon wieder, Digga, wie kann es sein, dass die so krass sind? Also, als ob sich alle Ventilatorhersteller so gedacht haben, Alter, lass mal richtig scheiße Ventilatoren rausbringen, die ultra billig sind. Und dass noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, einfach einen geilen Ventilator rauszubringen. Ja, das der ist, nicht. Digga, der Ventilator ist leise, er hat einen Akku und hat halt irgendwie so 10 verschiedene Stufen. Digga, dann kannst du den sogar während du pennst einfach anlassen, ohne dann irgendwie am nächsten Tag aufzuwachen und erkältet zu sein. Digga, das ist nice. Geistesgestört. Ja. Also erzähl. Aber das Ding ist, ja, okay, ich wollte allgemein noch ein bisschen auf mein Zimmer eingehen. Ja, also ich weiß nicht, ich hab festgestellt, ich bin kein Handwerker, Digga. Ich bin so, ich bin so kacke. Ich brauch so 2 Jahre, um so ein Loch in die Wand zu bohren. So muss ich ja. Ich habe jetzt so für meinen Fernseher, habe ich jetzt eine meine Wand wieder gehängt. Und habe jetzt extra sogar, Ehrenmann, Kuss an meinen Vater, hat mir so eine Kabelkanal gekauft. Und dann hat er so gemeint, ja, dann bohr den mal ein paar Löcher in die Wand und dann knall den an die Wand. Ich habe so gefühlt halbe Stunde abgemessen erst. Weil ich da irgendwie, weiß ich nicht, ich vermesse mich einfach jedes Mal, wenn ich sowas abmesse. Deswegen 20 Mal nachgeprüft. Digga, dann erst den falschen Bohrer genommen. Digga, dann musste ich diese scheiß Dübel in die Wand hämmern, was ich auch nicht hinbekommen habe. Und dann habe ich endlich die Leisten hinbekommen. Aber legit so, ich weiß nicht. Ich würde mich zwar jetzt nicht als komplett handwerklich unbegabt einschätzen, weil da gibt es schon wirklich Kaliber, die sind sehr schlimm. Aber ich bin halt schon sehr scheiße, muss ich sagen. Würdest du dich eigentlich als handwerklich begabt einschätzen? Also das Ding ist, wenn ich jetzt so, weiß ich, Sachen aufbaue, wie ein Ikea-Schrank. Ich meine, Digga, ich sag dir so, wie es ist. Es gab den einen oder anderen Moment bei meinem Schrank, wo ich einfach, Digga, da waren so Punkte auf dieser einen Platte in der Anleitung. Die waren bei mir nicht da. Digga, ich bin, nachdem ich dann selber Löcher reingebohrt habe, bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht wären die einfach auf der anderen Seite gewesen. Also ich meine, das sagt schon wahrscheinlich einiges jetzt über meine handwerkliche Nein, aber generell, overall, ich sag dir so, es ist overall, ich würde mich als mäßig einschränken. Mäßig, würde ich dich auch einstufen, sag ich dir so, wie es ist. Aha. Also jetzt noch Front, aber ich würde dich auch als mäßig einstufen, also zumindest. Digga, also ich sag dir so, wie es ist, du bist schlechter als ich. Ja, wahrscheinlich. Um einiges. Legit. Also ich weiß nicht, okay, ich habe bis jetzt zwar vielleicht noch nicht viel gesehen, was so handwerklichen Stuff angeht bei dir, aber legit, das war einfach bis jetzt immer also einfach... Also Hüttendorf war ja bisher einfach meine Creme. Das war mein Feind. Du hast nie was gemacht? Digga, ich habe immer Baba Dächer gebaut, wo so 30 Leute drauf konnten. Vom Hütten-TÜV geprüft. Der Hütten-TÜV. Nee, aber wirklich, was ich von dir bis jetzt handwerklich gesehen habe... Okay, Hüttendorf, muss man sagen, ist okay, war so im oberen Ende der Bauer, der
gut, Bauer. Okay, wenn du jetzt deine Sachen, meine Tätigkeit im Keller, wenn du meine Tätigkeit im Keller siehst, okay, wir haben Felix, der macht alles, ich sitze daneben, guck zu. Digga, ich mach gar nichts. Ja, aber wenn du was gemacht hast, war es dann auch immer so, es ist entweder schief gegangen oder war eher so meh oder so, weiß ich nicht. Oder die Idee war zwar gut, aber die Umsetzung war kacke. Irgendwie sowas war es immer. Ja, deshalb bin ich ja auch nur fürs Denken da. Was eigentlich auch eine Frechheit ist, muss ich wirklich sagen. Naja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich ja damals diesen Schreibtisch für mein altes Zimmer, random Thema Switch, ich weiß, aber so extra auf meine Heizung zugeschnitten, dass er so um die Heizung rumgeht. Ja, und obvious passt ja nicht mehr ins neue Zimmer rein. Den habe ich jetzt einfach trotzdem runtergestellt und schaue dann mal halt, dass ich mir in der nächsten Zeit mal eine neue Tischplatte oder so besorge. Aber weißt du was, ich mich irgendwie verwirrt. Ich habe damals ja so diese Füße gekauft und habe dann festgestellt, ich brauche aber noch einen fünften Fuß, damit der Tisch sich nicht durchbiegt, weil der ist ja schon relativ lang. Und dann hatte ich keinen Bock, diese Beine aufeinander abzustimmen, weil die hatten in dem Baumarkt nicht mehr dieselben Beine, die ich davor hatte. Und dann habe ich es einfach so gelassen. Und war die ganze Zeit für jetzt jahrelang meine Tischplatte basically komplett schräg. Und obvious hat die sich jetzt verbogen. Und jetzt habe ich, als ich die Platte runtergetragen habe in mein neues Zimmer, die Füße richtig eingestellt. Und jetzt ist der Tisch einfach noch krümmer als vorher. Legit, der Tisch steht gerade bloß auf diesem einen mittleren Bein. Und ich kann den Tisch basically einfach mit einer Hand jetzt drehen. Und was ich auch nice finde, also der Tisch ist irgendwie wie so eine Banane, so krumm einfach. An der einen Seite des Tisches habe ich so 5 cm Platz zur Wand. An der anderen Seite bin ich so dicht an der Wand. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das macht keinen Sinn. Aber es ist so. Ich glaube, du hast da irgendwie was falsch eingestellt. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen zock oder so und dann ein bisschen aggressiver mit der Maus mich drehe oder sowas, der komplette Tisch dreht sich mit. Ach du meine Güte. Aber jetzt mal for real. Apropos, was halt Tisch angeht, Schreibtisch, meine Tischplatte, ich dachte, die wäre gut. Ich habe die jetzt auch ultra lange verwendet, gefühlt ja, 2 Jahre. Über ein Jahr auf jeden Fall. Ultra lange verwendet, 1 Jahr, perfekt, Digga. Ja, ist halt, aber ich habe jetzt gemerkt, Digga, ist halt Schwachsinn. Also ist halt kompletter Schwachsinn. Ich habe hier, warum denn? Ja, würde ich sagen, noch gute 20 Zentimeter, die sie, breiter sein könnte, die Platte. Und ich habe ja Monitorfüße, weil ich krieg's nicht hin, da eine Monitorhalterung zu machen, weil das einfach nicht kompatibel mit meinen Drecksmonitoren ist. Und ja, deshalb brauche ich einfach jetzt eine längere, tiefere Tischplatte, damit ich mehr Sachen draufstellen kann. Weil das ist alles überlagert. Tiefe ist auch was in der Tischplatte, das man sehr schätzen kann. Weil ich so meine, ist jetzt halt auch nicht wegen diesem Einschnitt, wegen der Heizung, halt auch nicht wirklich tief. Also deswegen... Ja, das ist halt einfach kacke. Da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und dann gab es da auch irgendwie so Gaming-Tische einfach, irgendwie so Ultra-Desks oder so, extra für Mega-Gamer. Und ich weiß nicht, das ist es irgendwie nicht für mich. Ich glaube, was soll da so krass sein an so Gamer-Tischen? Also, weiß ich, Digga, das Einzige, was du halt da Heftiges hast, ist, Digga, du hast eine Kopfhörerhalterung. Lul. Ja. Das war's basically. Aber no joke, wer sich auch einen normalen Schreibtisch irgendwie so normally kauft, ist auch in meiner Opinion lost. Entweder du kaufst so einen höhenverstellbaren Schreibtisch, dann ist fein. Aber ansonsten eigentlich basically immer Tischplatte besorgen, nach Maß so abmessen, nach Zimmer und dann einfach Füße dran schrauben. Die Füße sind Costa Quanta Arschritze, also gar nichts. Ja. Und so eine Tischplatte, okay, wenn du dann, keine Ahnung, kommt halt auf an, was du für eine Tischplatte nimmst, aber kann da halt schon ein bisschen aber auch teuer sein. Da zahlst du aber auch nicht mördermäßig. Aber zahlst du auch nicht die Welt, sag ich mal. Deswegen, nee, deswegen, ich verstehe Leute nicht, die diesen normalen Schreibtisch kaufen. Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut, aber also ich habe mal geguckt, Digga, höhenverstellbare Schreibtische ist ja einfach, also Bruder, wer gibt denn so viel Geld als Privatperson für höhenverstellbare Schreibtische aus? Ich meine, in der Firma, okay, aber also wirklich, das ist einfach nur frech, was die Leute dafür verlangen. Ja, vor allem, ich bezweifle auch, dass ich es usen würde, weil für uns wäre es fucking dumm.
Ja. Wenn ich zocke, dann sitze ich. Ja. 100%. Du kannst ja auch nicht wirklich im Stehen zocken. So, das ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, geht nicht. Ich sag dir so, wenn es bei mir irgendwie Homeoffice gäbe, ja, oder wo ich irgendwie zu Hause bin wegen Schule und Stuff, Digga, ich würde zu 100% mittendrin einfach sagen, komm, weil ich die Mechanics hab, würde ich es einfach hochfahren, den Schreibtisch. Und ja, dann aber im Stehen. Ja, Digga, ich würde den safe im Stehen machen. Oder am liebsten würde ich einfach rumlaufen in meinem Zimmer und das dann machen. Ja, oh mein Gott. Ich bin immer so ein Guy, der rumläuft. Ja, same. Digga, ich lerne manchmal mit meinem Heft in der Hand und laufe durch mein Zimmer. Ja, ja, das ist zu 100%. Das Ding ist, ich bin auch so ein Guy, Digga, wenn ich lerne oder wenn ich damals so Vokabeln oder sowas auswendig gelernt habe, legit, ich habe es mir angeguckt, ich bin legit irgendwie 50 Kilometer in meinem Zimmer einfach nur im Kreis gelaufen und habe es laut von Michael gesagt. Ja, weiß Digga, da hat, weiß nicht, ey, dein Handy aber dann auch gesagt, irgendwie heute 100.000 Schritte gemacht, chillig. Ja, Digga, Pokémon Go Eier alle ausgebrütet, so ein Ding. True. Ey, aber kannst du kurz callen, bist du, sag mir bitte, dass du auch so ein Guy bist, wenn du angerufen wirst oder irgendwie ein Telefon in der Hand hast, wo du dann telefonierst, dass du dann gefühlt 20 Mal schneller läufst, Digga, und irgendwie so 100 Kilometer in so 5 Minuten zurücklegst. Mein Ding ist immer, wenn ich angerufen werde, ich warte erstmal, gehe noch nicht direkt dran, pack dann erstmal genüsslich meine AirPods aus, schieb die mir ins Ohr rein, nehm dann ab, telefonier mit der Person und ja, dabei laufe ich halt rum. Ja, weil das Ding ist, gefühlt legit, oder jetzt auch so, wenn ich unterwegs angerufen werde oder so, ist genau dasselbe. Ich stehe an der Bushaltestelle, werde angerufen, dann gehe ich an, Digga, ich laufe erstmal 20 Mal im Kreis rum. Und vor allem, legit, ich jogge so gefühlt 5 Minuten, bin außer Puste, kann nicht mehr. Ich werde angerufen, ich sprinte einfach im Kreis herum, gefühlt. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie so ein Tick von mir. Ja, aber das fühle ich. No joke, das ist echt, ich weiß nicht warum. Ja. Aber es heißt ja auch einfach Mobiltelefon, das muss man dazu, deshalb muss er auch ein bisschen mobil sein. Habe ich gestern gelernt. Weißt du was, ich habe actually Kritik an mich im P gestern bekommen. Ich habe von einem Zuhörer gesagt bekommen, dass er sich eine Folge eingezogen hat und ich dann in der Folge irgendwie 50.000 Mal legit gesagt habe. Aber legit, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so auch so ein Tick von mir. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein Wort, das habe ich halt auch schon mal erzählt, aber ich habe immer so ein Wort, was ich ultra oft sage in so, und das switcht auch alle paar Wochen mal. Und dann sag ich so für 2 Wochen einfach so ein Wort die ganze Zeit irgendwie. Und dann merke ich so, scheiße, ich sag's die ganze Zeit. Der trainiert mir so innerlich ab, das zu sagen. Und dann kommt einfach ein neues Wort, was ich dann die ganze Zeit sag. Aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an den, an den Zuhörer. An den sich bedeckt haltenden Kritikgeber. Ja. Dessen Name nicht genannt werden will. Ja. Ja. Nee, ist, weiß nicht, fühle ich zu 100%, es ist halt bei mir ähnlich. Ich hab manchmal, jetzt zum Beispiel hier, guck mal, das mit Waffel, seinem Dings, da hat er immer gesagt, du musst überlegen oder so, ne? Ja. Hat er immer gesagt. Und Waffel ist da genauso. Ich hab es so übernommen und sag das die letzten 3 Monate jedes Mal, obwohl ich ihn davor immer geflamed habe. Digga, hör auf, das zu sagen. Du sagst es immer und jetzt sag ich es immer, weil es jetzt in meinem Kopf einfach festgebrannt ist, Mann. Es ist einfach drin. Ja, oder auch jetzt sowas wie der ganze Zeit oder sowas. Jetzt so, also bei Waffel hat er immer diesen Tick. Ich weiß nicht warum, er hat immer der ganze Zeit gesagt. Also ich meine, das hat er jetzt nicht oft gesagt, aber wenn er es gesagt hat, dann war es halt immer so ultra drum. So, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wir haben schon manchmal irgendwelche Wörter für Sachen, zum Beispiel auch geisterkrank. Digga, wir sagen nie geisteskrank oder geistesgestört, sondern immer geisterkrank. I don't know warum, irgendwann kam es rein und jetzt ist es da. Jetzt ist es einfach da. Ja, das hat sich halt einer versprochen, dann wurdest du zum Running Gag, wie jetzt irgendwie Monte sagen würde. Und dann sagt man es halt. Aber das Ding ist, das Problem ist dann, wenn du aus Joke das eigentlich mit deinen Homies die ganze Zeit sagst, aber dann, wenn du mit deiner Mutter oder so redest, das dann auch falsch sagst. Das ist halt so unangenehm. So, ich habe neulich so mich erwischt, ich habe mit meiner Mutter geredet und dann habe ich plötzlich so, ich habe
irgendein englisches Wort oder so gesagt. So, und dann dachte ich mir so, das kann ich jetzt nicht sagen. Und hab dann so mitten im Wort einfach geschockt und hab dann den Satz einfach neu angefangen. Aber ich habe, glaube ich, auch irgendwie so legit oder sowas gesagt. Also ich weiß nicht, das würde ich zwar schon zu meiner Mutter sagen, so. Aber das hat halt in dem Kontext gar nicht so zu diesem, so einem Gespräch gepasst eigentlich. Dass ich dann so Englisch rede. Und dann war es so, das weiß ich nicht, da war ich so ultra kurz verwirrt für 5 Sekunden, hab dann so ein Wort gestockt und hab dann einfach weitergeredet und dachte mir so, ach Digga, scheiß auf. Ah, scheiß auf, Digga. Ja. Ey, was ich dich eigentlich noch zu deinem Zimmer, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ist ja, aber ey, scheiß drauf. Aber was ich noch zu deinem Zimmer fragen wollte, oder generell, bist du so ein Guy? Weil ich hab's mir in letzter Zeit, hab ich's mir wirklich überlegt, ob ich's mir holen soll. So, jetzt nicht Poster, aber so Bilder oder so. Weil das Ding ist, wenn ich so mein Zimmer gucke, gut, ich habe halt Balken und die nehmen, also wenn du das, die machen halt, bringen halt so ein bisschen Variation in mein weißes Zimmer mit rein, ne? Aber, weiß nicht, ich habe mir so überlegt, ob ich mir ein Bild holen soll oder so. Irgendwie so ein Motivationsbild, wo so Elon Musk drauf ist und so ein cooler Spruch. Och nee, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, das käme halt ultra low, das aber Ding ich hätte Bock auf sowas. Ja, nein, das Ding ist, an sich brauchst du irgendwie sowas, was du dann in dein Zimmer da hängen kannst. So, sonst ist halt irgendwie wack. Es wertet ein Zimmer schon gut auf, oder jetzt auch dein Zimmer, wenn ich es mir so vor Augen nehme, wenn du da irgendwas noch an der Wand hättest, was das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, individueller macht und so. Und dann nicht so, ja. Aber das Ding ist halt, das meiste davon ist entweder passt es nicht zu dir oder es ist halt irgendwie cringe oder es ist irgendwie weird, weißt du, was ich meine? Du kannst da eigentlich nichts Gutes finden. Und das Problem ist halt bei so einem Bild. Ich merke es jetzt zum Beispiel bei meinem, ich weiß nicht, ob man das actually vergleichen kann, aber jetzt zum Beispiel mein Hintergrundprofilbild am PC, so Wallpaper Engine, oder jetzt auch hier mein Hintergrund bei meinem Handy. Also ich meine, bei meinem Handy habe ich es jetzt schon lange nicht mehr gewechselt, aber bei meinem PC, ich sitze, glaube ich, alle 2 Wochen da und 20 Minuten und suche mir dann ein neues Hintergrundbild raus. Ja, ich absolut nicht. Weil mir das so auf Dauer geht es mir einfach auf den Sack und ich will was Neues haben. Und ich weiß nicht, das ist halt vielleicht auch ein Problem dann, wenn ich mir ein Bild hole, wo dann ja da irgendwas drauf ist halt und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr, das anzuschauen. Und ja, I don't know. Ja, aber das ist halt Ding schwierig. Ist, ja, schon. Das Ding ist jetzt, was Poster oder so angeht, ich überlege halt, ob ich in meinem Zimmer so halt so mein Klassenbild oder sowas mal irgendwie auf so ein Regal oder sowas stelle. Weil, weiß ich nicht, das ist halt schon, eigentlich will ich es nicht, aber sowas finde ich halt persönlich so ultra wack. Also, ja, es ist auch ultra wack, aber so, keine Ahnung, dass du halt so ein bisschen was da hast, sonst ist halt irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht erst. Was ich aber actually, das Einzige, was ich auf jeden Fall wieder reinmachen werde, ist irgendwie, ich habe ja so ein, so eigentlich schon seit meiner Kindheit irgendwie so ein Hahnkamp-Poster in meinem Zimmer aufgehängt. Weil ich da mit 1 aktiverweise mal war und seitdem nie wieder. Und ich mich ja obvious, weil ich da ein Jahr alt war, nicht daran erinnern kann. Aber da hab ich halt das Poster davon. Und ich meine, ich interessiere mich halt jetzt basically zwar nicht dafür, aber es passt halt irgendwie schon so. Und das sieht jetzt auch nicht ultra bad aus. Deswegen mag ich es eigentlich relativ gerne. Und das werde ich auch safe wieder aufhängen. Aber so an sich andere Sachen hätte ich legit keinen Plan, was ich aufhängen sollte an so Postern oder so. Nee, das ist auch echt schwierig. Das ist auch echt schwierig. Ich habe mal hier bei Displayed oder so geguckt. Weil wenn ich mir irgendwas hole, Digga, dann soll das irgendwie, I don't know, was du so. Aber legit so ein Displayed würde ich schon fühlen, sag ich dir so, wie es ist. Lass da mal beide eins bestellen. Lass mal schauen, ob das irgendwie so 2-für-1 Aktionen gibt oder so. Lass mal lieber anfragen auf irgendwie so eine Kooperation, damit die uns das zuschicken. Ja, besser ist es. Ja. Weil ich weiß nicht, das Ding ist, irgendwie hätte ich Bock auf so ein Dings, so ein Bild hier zum Beispiel. Ich habe mal Elon Musk auf der Seite eingegeben und da steht halt, ist halt irgendwie so ein Spruch von Elon Musk, was halt irgendwie so Motivation-Spruch ist und nebendran ist einfach Elon Musk, wo er einen raucht und Digga, ich würde es halt so fühlen, aber es käme halt erstens weird as fuck und weiß nicht, das ist halt irgendwie, Bruder, Displays sind jetzt auch nicht
dead günstig, dass du dir einfach sagst, ich bestell's mir nur, weil ich's ja dann, weißt du? Digga, da wie musst viel, du dann, wie viel wenn kostet dann eigentlich was so richtig. ein so ein Ding? Ja, hier so eine M-Edition kostet einen 40, eine L-Edition 40? 80 und eine XL-Edition kostet dann 140 fast. Digga, nee. Ja. Was? Ja. Scheiße, ich habe jetzt legit überlegt, ob ich mir ein Display bestelle. Ja, Aber. es sind halt 40 Euro, Bruder. Das ist. Also, ich meine, hier, guck mal. Hier kannst du zwei Displays, wenn du bestellst, kriegst du 24% Rabatt. So, klar, das kann man dann mitnehmen, aber. Digga, an sich ist es halt echt teuer für Dings. Aber an sich kann man das mal machen, weil es ist eigentlich cool. So, auch Ja, wenn du es an die legit. Und Wand machst, ist es sowas wird echt halt hässlich. legit. Ich stelle es mir gerade so bildlich vor, es würde so unsere beiden Zimmer schon gut aufwerten. Aber legit, das wäre auch wieder so eine Sache. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, ja, Digga. ja, ja. So, was machst du dann dahin? Ja, 100%. Also, das Ding ist, ich würde halt safe irgendwie so einen Motivationsspruch einfach nehmen. Weißt du, dass du dir so anguckst und dir denkst, damn, Ich hätte Junge, irgendwie Bock geil. auf irgendwie so ein nices Artwork in der Richtung, aber weiß ich Ja, weil nicht. das Ding Ja, so ist, ein hier gibt es auch Motivation. Das Ding viel. ist, ich finde Motivationsspruch, okay, es kann ganz nice sein, aber in den meisten Fällen finde ich Motivationssprüche einfach nur cringe. Und deswegen habe ich so eine schlechte Assoziation mit solchen Motivationssprüchen, weil die oftmals sehr cringe sind. Deswegen. Ja, Digga, ich habe jetzt hier auch mal Motivation eingegeben auf der Seite. Es sind schon viele Cringe-Dinger dabei. Aber jetzt zum Beispiel hier vor eins von Michael Jordan. Digga, hier. To learn to succeed, you must first learn to fail. Digga, sowas kann sich mal easy aufhängen. Aber, weiß ich, an sich, Digga, ist es ja hier Displayed und so, ist ja, glaube ich, viel auf so Gaming-Ebene abgerichtet. Und ich habe jetzt keinen Bock, Digga, mir da hier, wie heißt denn dieses Spiel? Irgendwie The Witcher 3 oder so ins Ja, oh Zimmer mein zu Gott, hängen. null. Digga, also fände ich halt ultra wack so. Ja, Das so passt einfach legit, null zu sowas, mir. ja. Das Ding ist, ich meine, okay, es wird vielleicht sowas Gaming-mäßiges, wird zwar schon an sich zu mir passen, aber weiß ich nicht, finde ich das im Zimmer an sich, fände ich es auch ultra wack. Ich fände es auch zum Beispiel ultra wack, wenn du dir, wenn dir einfach so ein, wie heißt es, so ein Fußballspieler oder sowas da reinhängen würdest als Display. Also okay, wenn du Ja. jetzt Ultra-Fan von dem bist, okay, dann kann es ganz nice sein, wenn es auch noch ein nice Artwork ist. Aber so an sich, zu 90%, fände ich es wahrscheinlich sehr scheiße. Ja. Ich Es überlege ist gerade irgendwie halt, es von ist so. so einer City vielleicht so ein Bild oder sowas. Ah, Digga, da hatte ich mal. In meinem alten Zimmer hatte ich so eine New York-Tapete, Ach okay? so, ja, stimmt, Und da stimmt. hatte ich dann auch ein New York-Bild. Und Oder ich so ein weiß nicht, Auto, also. maybe. Erstmal habe ich das Bild einfach bei Ikea gekauft und es ist einfach gefühlt jeden Tag von der Wand gefallen. Junge, es war so scheiße. Junge, dann weiß ich, ich bin früh aufgewacht, lag mir einfach dieses Bild quer im Gesicht, weil es in der Nacht auf mein Gesicht gefallen ist und ich habe es nicht gemerkt. Und ich weiß, Digga, es ist halt so kacke, Mann. Auf so normale Bilder hätte ich gar keinen Bock. Also wenn, dann wäre es auf jeden Fall ein Display bei mir, weil die sind halt, Digga, die sind halt dünn. Die kannst easy mal an die Wand scheppern, Junge, das ist Ja. halt geil. Vor allem Aber legit, mein jetzt hast du mich Bruder auf eine hat auch Idee eins und gebracht. das Eigentlich ist. hätte ich so Bock auf so ein Display. Fuck. Ne, aber lass da mal hier. Lass mal ein bisschen suchen dann und dann irgendwie nice finden. 100%, das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Weil ich hätte schon sehr Bock auf sowas. Ja, Digga, es wertet halt ultra auf. Was Es ist, es meinst ist. du irgendwie so auf so automäßig? Ich weiß nicht, das Ding ist, bei mir ist es halt schwierig. Ich weiß nicht, was bei mir ins Zimmer reinpasst. Ja, es muss halt auch farblich irgendwie dazu passen, weißt du, ich Mein meine. Zimmer ist so blau-grau, halt die Balken gestrichen und sonst ist es einfach nur verputzt. Also sonst so weißmäßig. Ja, Mehr das ist Ding es ist halt halt bei nicht. mir ist ja, ich habe so graue Wände, grau, weiß und so ein, wie heißt die Farbe? Petrol oder so. Warte, was bitte? Warte, ich google. Ich weiß nicht, aber es ist Petrol Also so ein Farbe. Blau. Ja, basically schon. So, Petrol, da müsste es halt Benzin. irgendwie so zu diesem Grauton schon ein bisschen rausstechen, aber es sollte halt irgendwie
blau sein, I guess. Ja. Ey, es ist auf jeden Fall, Digga, da müssen wir mal gucken. Oder hier, warte, da gibt's auch sowas wie mit Space und so. Digga, auf sowas hätte ich auch Bock. So Space oh, ja, stimmt. Stuff. Digga, sowas sieht auch immer cool aus. Weil, also ja, sowas kannst du halt easy mal ins Zimmer hängen. Ja, ja. Genau. Ja, sonst würde ich sagen, packen wir einfach jeder nochmal hier aktiven Song in die Playlist und dann war es auch schon für heute. Ich packe rein. Von Farun Flunkern und von Samo 104 heute noch. Ich packe in meinen Koffer. Nee, ich packe rein. Ich habe ein altes Lissies-Lied in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Nowadays, das würde ich reinpacken. Und ich würde noch reinpacken ein bisschen einen älteren Banger, Wonderwall. Oh, das Banger. Muss man sagen, ist Holy schon ein sehr, sehr geiles Lied, deswegen das. Digga, den haben wir immer im Musikunterricht gesungen. Also im Wildsend. Okay, nee, wir nicht. Ja, wir haben immer so Shawn Mendes oder sowas gezogen. Ah, okay, Digga, dann doch lieber Wonderwall. Das ja, sag ich so, ist es ja. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, hau da rein, wir hören uns das nächste Mal. Ich bin gespannt nächste Woche auf deinen Erfahrungsbericht. Wie war die Abschlussfahrt? Meine Abschlussfahrt war, ja? Ich auch haben gespannt. Haben wir das heute angeschnitten? Nee, ne? Nee. Warte, lass doch mal kurz sagen, ich fahre morgen tatsächlich auf meine Abschlussfahrt. Schon 12 Stunden Busfahrt nach Usedom oder 11 Stunden oder irgendwie sowas. Hast du Bock? Ich habe richtig Bock und ich habe ich habe ja vorhin gesagt, extrem wenig geschlafen. Nur so 3,5 Stunden. Und jetzt habe ich heute Nacht den Plan, auch nur so 2 Stunden oder maybe halt gar nicht zu schlafen, weil ich morgen eh schon um 5 Uhr raus muss. Und dann schön die Busfahrt durchzupennen, das wird mein Plan. Bin mal gespannt, wie sehr es klappt. Ich sehe schon, dass ich eh heute um 9 Uhr einfach einschlafen werde. Ja, also, wird bei mir genauso sein. Ich gehe so früh ins Bett. Na, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass Waffel mir heute Nacht komplett Velo durchgrindet, weil dann, weißt du, dann bleibe ich safe wach. Oh, ja. Ey, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche auf deinen Erfahrungsbericht. Yep. Wir sehen uns jetzt eine Woche lang nicht. Besser ist es, gar kein Bock mehr auf dich. Ja, so. ja, okay. Also, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.